Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama, heute aus Interlaken. Heute in der Sendung haben wir euch folgende Beiträge. Die Schriftstellerin Bettina Gugger redet über ihre Inspirationsquellen für ihr zweites Buch und Bundesrätin Karin Keller-Sutter nimmt Stellung zur Verhüllungsverbot-Initiative. Gerade zum Start blicken wir ins Berner Oberland. Wir haben drei kurze News für euch vorbereitet. Aufgrund des Umweltskandals am Blausee ist der Schotterabbau am Terlik gerade verschoben worden. Der Kanton will nicht voreilig entscheiden, wer der Geldesel abbauen darf. Zwei von den Firmen, die sich um die Abbaulizenz bemühen, sind nämlich im Skandal verwickelt. Fabian Recher sichert sich einen Sponsoring-Vertrag. Der 21-jährige Schweizer Meister im Handbike-Strassenrennen wird neu der Marken- und Werbebotschafter der Firma Wellspect. Die Firma ist spezialisiert auf Medizinprodukte und hat mit dem Spiezer Parazyklist eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart. Seit August 2020 sind in Thun die Essenskuriere Uber Eats unterwegs. Es handelt sich um Billiglohnkuriere vom US-Essenslieferdienst. Jetzt wollen grüne und rote Stadträtinnen und Stadträte wissen, was die Regierung tut, damit die lokalen Lieferdienste nicht untergehen. Nach ihrem ersten veröffentlichten Buch «Das Mysterium der Liebe» hat die Schriftstellerin Bettina Gugger aus Amsoldingen ihr zweites Buch «Magnetfeld der Tauben» herausgegeben. Das Buch besteht aus 12 Episoden, die miteinander verknüpft sind. André hatte gelernt, wann zu lächeln, wann Danke zu sagen. Er hatte gelernt, auf die Frage, wie geht es dir, mit gut, danke und dir zu antworten. Das nimmt Bezug zum ersten Buch, zum Ministerium der Liebe. Es ist aber nicht so, dass man jetzt das erste Buch gelesen haben muss, dass man jetzt draus kommt im Magnetfeld der Tauben. Es sind einzelne Episoden, die aber miteinander verknüpft sind. Beim Ministerium der Liebe hat es so die 2-3 Monate Anlaufzeit gebraucht oder bis zu dieser Preisverleihung. Bis es eigentlich in dem Sinn ist in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Jetzt bei diesem Buch war ja, es einfach die Vernissage. Und das ist jetzt wirklich untergegangen. Aber das ist in dem Sinn auch nicht schlimm. Also, um auch so irgendwie das Bewusstsein, dass man einfach auch mal etwas schaffen kann, was vielleicht jetzt nicht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gerade generiert. Er fand Smalltalk unglaublich anstrengend, da er meist etwas Unpassendes sagte und zielsicher ins Fettnäpfchen trat. Teils hieß gewisse Haltungen, eine Gestik von jemandem oder einfach eine körperliche Erscheinung, eine Stimme, die mich inspiriert. Und dann entwickeln sich daraus so Charaktere, die dann plötzlich einfach da sind, vor dem inneren Auge. Bei André habe ich natürlich auch recherchiert, wie äußert sich ein autistisches Spektrum oder was sind da alles, also die Erscheinungen, wie habe ich viel auch YouTube-Videos geschaut von Autisten, die selber erzählen, wie sie das wahrnehmen, wie ihre Wahrnehmung strukturiert ist. Also das konkrete Buchprojekt habe ich noch nicht. Ich habe zwar Kurzgeschichten angefangen, aber ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen. Und währenddessen schreibe ich immer für meinen Blog. Ich habe auch Podcasts, die ich mache. Und nehme dort eigentlich immer so, was kommt. Von Schriftstellerin Bettina Gugger kommen wir zur Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Der Bundesrat sagt Nein zur Verhüllungsverbot-Initiative. Einerseits greift sie die Kompetenzen der Kantone ein. Die Kantone sollen selber entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Andererseits wird es am Tourismus schaden und den Frauen wird es auch nicht weiterhelfen. Also Bundesrat und Parlament lehnen die Initiativen ab, weil sie eingreift die Kompetenz der Kantone. Die Regelung des öffentlichen Raums, das Polizeirecht, ist eine klare Kompetenz der Kantone. Wenn ein Kanton das regeln will, soll er es machen, aber er soll das selber entscheiden. Und es sind ja auch sehr wenig Frauen betroffen. Es gibt eine Studie von der Uni Luzern, ganz neue jetzt, die zeigt, dass 20 bis 30 Frauen in der Schweiz den Niqab tragen und überdies sind Touristinnen, die ja nicht in der Schweiz leben, die aus dem arabischen Raum kommen.
Es ist ein Gegenvorschlag im Raum, der wiederum geht den Initianten in einem Punkt zu weit, nämlich bei der internationalen Hilfe. Die werde massiv ausgebaut mit dem Gegenvorschlag, so die Behauptung der Initianten. Ja, die Initianten sagen ja, es sei auch ein Gleichstellungsproblem und darum hat das Parlament im Gegenvorschlag die Frage der Gleichstellung aufgenommen, auch in der Entwicklungszusammenarbeit, dass man dort vor allem auch einen Schwerpunkt setzt bei den Frauen. Das ist sicher keine schlechte Idee, dass man zum Beispiel Projekte unterstützt, wo es um Hygiene geht, Sicherheit geht, Gesundheit geht, gegen die Beschneidung geht von Frauen. Ich glaube, da ist den Frauen mehr dient. Die Volksabstimmung findet am 7. März 2021 statt. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Weitere Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr auf www.jungfrauzeitung.ch. Die Kollegen von Meteo News präsentieren euch jetzt noch das Wetter für die restliche Woche. Jetzt danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch ganz einen schönen Abend. Merci für zuzuschauen und tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Da ist das Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Einen freundlichen 19. Januar haben wir geniessen mit sonnigen Abschnitten und ein paar ausdehnten Wolkenfeldern. Wir liegen auf der Vorderseite von einem Tiefdruckgebiet über den britischen Inseln in einer südwestlichen Höhenströmung. Und wir haben dann den Föhn, der morgen am Mittwoch hier auf der Alpen-Nordseite aufkommt. Entsprechend wird es auch bei uns im Berner Oberland zunehmend föhnig. Wir haben am Vormittag einen Mix aus Sonne und Wolkenfelder. Temperaturen verbreitet im negativen Bereich. Am Morgen also um die minus 5 bis minus 2 Grad. Am Nachmittag am Thuner und Brienzersee so um die 4 bis 5 Grad. Noch etwas milder ist es im Haslital mit dem Föhn, der reinkommt. Oder beispielsweise auch in Adelboden. Wir sehen hier bis plus 8 Grad. Am Nachmittag geht es weiter mit einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und zum Teil ausdehnten Wolkenfeldern. Wie gesagt, in den Tälern kommt zum Teil der Föhn rein, auf den Bergen haben wir einen mässigen bis starken Südwestwind. Am Donnerstag ist es noch föhnig und zum Teil zuerst noch sonnig. Es gibt dann aber immer dickere Wolken bis am Abend. Vor allem in der Nacht auf den Freitag muss man mit Regen oder in den Bergen Schnee rechnen. Am Freitag auch noch unbeständig und am Samstag, Sonntag und Montag geht es wechselhaft weiter. Es wird dann auch wieder kälter, die Schneevergrenze dürfte wieder bis in tiefe Lagen absinken, spätestens zum Wochenstart. Das war von meiner Seite. Ich wünsche weiterhin ganz einen guten Dienstag.